Sie hat Weltcups gewonnen, sie hat WM-Medaillen gesammelt und sie hat bei Olympia eine Medaille abgeräumt. Auf dem Weg zu uns Katharina Althaus, die beste Skispringerin und mittlerweile Dauergast, wenn es um die Verleihung des Goldenen Ski geht. Und da ist sie ja schon, Katharina Althaus, die beste deutsche Skispringerin des vergangenen Jahres, der vergangenen Saison. Herzlich willkommen. Schön. Du hast dich gerade frisch eingekleidet, neu eingekleidet bei der Veranstaltung, die wir hier haben am Adolf-Würth-Airport. Ist es warm? Ja, auf jeden Fall. Also es ist richtig warm, richtig cool und freut mich. Du hast da was versteckt unter deinem Anorak, nämlich den goldenen Ski. Und deshalb bist du da. Das ist die Auszeichnung, die du dir verdient hast. Und wir schauen uns jetzt an, welche Highlights im Winter bei dir auf der Agenda standen. Ja, emotionale Bilder, Katha, da kommt viel nochmal hoch. Was war für dich persönlich das Highlight in der vergangenen Saison? Ich glaube, für mich war das Highlight schon mein Podestplatz in Klingenthal, aber auch die Heimwettkämpfe in Oberstdorf, obwohl ich da nicht ganz so gut gesprungen bin, aber es ist trotzdem immer vor heimischem Publikum nochmal was anderes. Es ist was ganz was Besonderes, gell, ja. Wenn die Leute da sind. Jetzt haben wir die Situation, dass es heuer vielleicht ganz anders kommt. Wir hoffen, dass wir unser Programm durchziehen können. Wir haben da viel dafür investiert, ihr auch in der Vorbereitung. Wie ist es dir gegangen im Sommer? Ja, eigentlich ganz gut. Der Anfang, sage ich mal, war ein bisschen holprig alles, aber ja, ab dem Zeitpunkt eigentlich, als wir in Oberstdorf dann springen konnten auf den WM-Schanzen, lief es ganz gut. Ich bin in einer guten Form und ja, wegen mir kann es jetzt dann losgehen. Schön. Das Wetter ist danach, es ist recht frisch hier schon. Sag mir, wenn ihr die Vorbereitung startet, Katharina, und sind dann die Erfolge des vergangenen Jahres abgehakt mit diesem Moment oder klingt das nach, so eine tolle Saison, die du gehabt hast? Ja, so ein bisschen was klingt immer nach. Also man nimmt, glaube ich, viel mit, gerade aus den Erfolgen auch, das Selbstvertrauen, das Selbstbewusstsein, dass man da einfach dann so weitergeht und man nimmt schon ein bisschen was von der letzten Saison mit oder auch ein paar Baustellen, die man im nächsten Jahr noch besser machen will. Es ist dein dritter goldener Ski in Serie, also du bist dabei, einen neuen Rekord aufzustellen. Herzlichen Glückwunsch dazu, aber sag mir doch, wir haben normal eine stimmungsvolle Ehrung, du weißt es aus den vergangenen Jahren mit dem Abendessen in der DSV-Familie, es ist einfach ein toller Rahmen. Jetzt haben wir gerade die Bilder gesehen. Ist es trotzdem eine Motivation, so eine Auszeichnung für das kommende Jahr? Ja, doch, auf jeden Fall. Also es ist schon immer eine Ehre, den Golden Ski zu bekommen. Es motiviert einen schon, so kurz vor der nächsten Saison nochmal da Gas zu geben und an die Erfolge anzuknüpfen. Was hast du für die neue Saison verändert? Es gab ja einige Reglementänderungen im Skisprungbereich. Ich glaube, die Keile sind mit das Einschneidendste. Wie kommst du damit zurecht? Ja, ich habe meine Keile nur ein bisschen verändert. Wir haben viel rum und um getestet. Ich habe sie leicht verändert, meine Keile, habe meinen Ski auch verändert, meine Skilänge, weil wir neu vermossen worden sind. Die Anzüge wurden bei uns geändert, der Schnitt wurde nochmal ein bisschen an den Männerschnitt angepasst von der Anzughose, sage ich mal. Ja. Wir haben da schon viel rum getestet und das passt aber jetzt alles soweit ganz gut und ja. Und die Form aktuell? Ja, es läuft ganz gut. Ich habe noch ein paar Baustellen, nur kleine. Aber es wäre ja auch schlecht, wenn ich die jetzt nicht mehr hätte, wenn jetzt alles schon passen würde, dann wäre das schon ein bisschen zu früh. Aber nee, ich bin auf einem guten Weg und ich freue mich, wenn es im Dezember losgeht. Genau, du bist im Zeitplan sozusagen, genau. In deinem persönlichen. Jetzt gibt es ein nächstes Highlight in wenigen Tagen schon mit der deutschen Meisterschaft. Ich glaube, letztes Jahr warst du Vizemeisterin. Ja, ich habe nachgeschaut. Wer sind denn heuer die größten Konkurrentinnen im Kampf um den nationalen Titel? Ich glaube, das ist auch wie letztes Jahr die Juliane Seifert, die da vorne mitspringt. Aber bestimmt auch ein paar von den bisschen jüngeren Athleten. Ne, Selina Freitag ist in der letzten Zeit ganz gut gesprungen. Und ja, ich freue mich auf die Deutsche. Wir haben ja auch ein Zweierteam
bei dem ich noch nicht weiß, wer in meinem Team starten wird, aber ich freue mich drauf. Sind wir gespannt. Du bist auf jeden Fall motiviert. Es ist zu Hause in Oberstdorf sozusagen, genau, ja, auf deiner Heimschanze. Die wurde ja umgebaut. Zufrieden mit dem Ergebnis? Ja, doch. Wir sind auf jeden Fall zufrieden. Gerade mit dem Ganzen drumherum, mit den Umkleiden und allem, das ist wirklich super geworden und hat es auch gebraucht. Und wir freuen uns jetzt auf den Schanzen und an den Anlagen zu trainieren. Du hattest ja einen großen Moment im Sommer, als du die Schanze eingeweiht hast. Und den Hintergrund, den kennen wir alle, zum ersten Mal werden bei Weltmeisterschaften Medaillen von der Großschanze für Damen vergeben. Fieberst du da schon hin? Ja, auf jeden Fall. Also ich springe immer lieber Großschanze, das macht mehr Spaß und klar, es ist für uns nochmal ein Wettkampf mehr, wo wir einfach zeigen können, wir Frauen können auch von der Großschanze springen, können gut von der Großschanze springen und das natürlich bei der WM zu zeigen, ist schon mega cool. Für einen Laien ist es ein großer Unterschied von der Kleinschanze zur Großschanze oder wo liegen da die Differenz? Ja, man hat ein bisschen mehr Geschwindigkeit im Anlauf und im ganzen Sprung. Man kann einfach weiter springen, länger in der Luft sein und das macht es, glaube ich, aus. Das ist so nochmal ein bisschen mehr Reiz. Also das Timing muss vielleicht nur ein Ticken schneller und besser stimmen und dann ist in der Luftfahrt noch mehr zu erleben. Ja. Dann wünschen wir dir für die nächsten Luftfahrten alles, alles Gute. Nimm den goldenen Ski mit nach Hause. Ich hoffe, er motiviert dich weiter. Und toi, 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 bleib gesund, eine gute Saison. Danke.